erster Juli-Sonntag. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Das Jubiläumsderby. Trotz fast unglaublicher Hitze war der Besuch sehr gut. 20 Pferde gehen an den Start. Darunter zwei Starter in den Farben des größten und erfolgreichsten Rennstallbesitzers der Welt, von Scheich Mohammed Al Maktoum. Sie heißen Overbury und Moonex. Und beide haben bereits ausgezeichnete Rennleistungen vorzuweisen, die sie im Verlaufe des Jahres noch steigern werden. Doch auch sie scheitern an dem Dresdner Sieger und Lando-Bruder La Roche, der die Derby-Rekordzeit noch einmal verbessern und die 2400 Meter Startziel in 2 Minuten 28,4 Sekunden herunterspulen wird. Unter dem wiederentdeckten Stephen Eccles sorgt der Ittlinger Nebos-Sohn für den 8. Derby-Sieg für den 31-fachen Champion Heinz Jentsch, der 1994 auch seinen Siegerrekord noch einmal steigern wird. Letzter Kandidat, das ist Bolt Domino, Startbox 20, ganz außen. Er kommt heran, geht hinein und Boxen auf, Start zum BMW 125. Deutsches Derby. Wer setzt sich an die Spitze? An der Innenseite ist Overbury mit Tempelherr in vorderer Linie, in der Bahnmitte Viali, außen daneben Prince Firebird, noch weiter außen kommen Lorado und Caballo mit Aratikos, 7 Pferde hier in Linie an der Tribüne vorbei. An der Innenseite La Roche mit Overbury, La Roche und Moonex sind vorne, dahinter Tempelherr. Dann an der Außenseite Viali, ganz an der Außenseite Lorado, dahinter Aratikos. Dann folgt Overbury an der Innenseite vor Caballo. Dahinter Oasis Hawk mit Fire King, Prince Firebird. Dann Bolt Domino, der Boden gut gemacht hat. Am Schluss des Feldes Parvin hinter Honorios und hinter Dances with Wolves. Die Pferde biegen in die Gegenseite ein. La Roche macht das Tempo. Viali, sein Stallgefährte, ist Zweiter. La Roche führt mit 2 Längen vor Viali. Außen daneben schiebt sich jetzt Lorado dann in zweite Position. Geht dann Viali vorbei. 3 Jentsch-Pferde jetzt vorne. Dahinter ist an der Außenseite Moonex mit in vorderer Linie. Und auch Caballo macht jetzt Boden gut. Mitte gegenüber sind die Kandidaten und La Roche weiter vorne vor Lorado. Dann Viali an der Innenseite vor dem aufrückenden Caballo. Ballo. Fünfter ist Aratikos vor Tempelherr, dahinter Overbury, dicht auf ist Prince Firebird an der Außenseite, dicht auf ist Oasis Hawk und dicht auf ist jetzt auch an der Innenseite Fire King, am Schluss des Feldes Honorius. Es geht in den Horner Bogen hinein, noch 1000 Meter, La Roche führt, La Roche legt an der Spitze weiter zu, führt mit 2, mit 3 Längen, Aratikos ist jetzt Zweiter, La Roche mit 3 Längen vor Aratikos, dahinter ist Lorado vor Caballo, Prince Firebird kommt, dahinter ist Overbury innen in guter Position, Overbury macht hier sehr viel Boden gut, aber La Roche führt, La Roche bringt das Feld in den Einlauf, noch 500 Meter, dahinter ist Aratikos, dahinter ist Overbury und außen ist Prince Firebird, aber La Roche führt noch 400 Meter, La Roche vor Aratikos und jetzt kommt Overbury, La Roche führt, La Roche, Aratikos, Overbury kommt dahinter, Prince Firebird, La Roche mit Stephen Eccles, La Roche, Stephen Eccles, La Roche gewinnt vor Overbury, dann Aratikos, dann Provolino, dann Duito, dann Prince Firebird, dann Twen und so weiter. Ein deutscher Sieg durch La Roche für das Gestüt Ittlingen. Startziel war das eine Leistung. Heinz Jentsch und Stevie Eccles.